vierter Stock. Das ist aber ein schneller Aufzug. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Security. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir warten werden. Ah, war ja klar. Oh, schöne Kletteraktion. Na, der kam da aber unglaublich elegant raus. So, dann würde ich mal sagen. Wie klettern wir denn hier am besten hoch? Hier. Alter, das sieht cool aus. Muss ich sagen. Oh ja. Jetzt ein Seitenwechsel. Wir müssen ihn finden. Der kann nicht weit sein. Wo ist er? Oh. Das ist natürlich blöd gelaufen. Was machen denn die Spacken da die ganze Zeit? Ah, wir schießen den Boden. Zack. Jawohl. Und jetzt verpiss dich. Ja. Desmond hat es inzwischen auch schon ganz schön drauf. Und tschüss. Na, du auch? Wahrscheinlich in dem Raum, wo wir waren. Die Kugel kam aber verspätet an. Ach, guck mal, haben eine Pistole, aber sonst gar nichts. Nicht schlecht. So. Hui. Oh, ich wollte eigentlich nur runter. Haben die sich gerade gegenseitig geboxt? Ach, schön, wie die sich gegenseitig für mich erledigen. Und tschüss. Alter Schwede. Diese Kicks sind schon echt übel. Okay, da wollte ich nicht runter, Desmond. Das war arschig von dir. Aber was bleibt mir anderes übrig? Es gibt ja auch wieder einen Weg nach oben. Wahrscheinlich hätte man auch alle umgehen können oder so. Oh, verdammt. Ach, schön, wie die sich immer gegenseitig erledigen. Jawohl, jetzt habe ich einen Lauf. Nee, jetzt nicht mehr. Scheiße. Was ist da gerade explodiert? Egal, wir können auf jeden Fall jetzt durch. Oh, das weckt Erinnerungen an den ersten Teil. Gib mir den Apfel. Wer ist das? Zieh es nicht in die Länge. Ach, der. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Okay. Apropos, wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Es gibt noch mehr zu tun. Nein. Hau ab! Was zum Teufel war das? Aber echt mal, was zum Teufel war das? Das war ganz schön kranker Scheiß. Unser altes Zimmer? Können wir nicht rein. Können wir hier ran? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Naja. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier wieder raus. Vermute ich mal, ja. Sieht so aus. Ups. Gut. Wo ist denn der Vogel lang? Da hinten ist er, ja. Oh, verdammt. Denkt nicht mal dran. So, Kollege. Auf einmal kann er laufen, ne? Kaum kann ich laufen, läuft er auch. Okay, wie du willst. Springt er da runter?
Kranker Vogel. Okay. Tja. Schön zu hören. Wow. Okay, geil. Oh, sollte ich den erwischen? Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall erwischt. So, normal Fahrstuhl fahren. Jawohl, ja, jetzt schnappen wir uns Widdig. Jetzt ist er dran. Und jetzt haben wir auch eine Pistole. So, dann würde ich mal sagen. Ja, hab ich auch. Oh. Ey. Pissnacken. Und tschüss. Alter. Okay, ich habe die Pistole ausgerüstet. Kann ich auch irgendwie Waffe wechseln? Ey, scheiße. Bam! Alter, wie geil war das denn mal wieder? Nee, kann ich offenbar nicht. Ey. Tja. Wie sie wollen, was? Und tschüss. Verpiss dich. Jawohl. Alter, geil. So, du bist noch da, Junge. Oh ja. Und das zudem. Ach, noch mehr. Wirklich. Naja, wie sie wollen. Ey. Ha, geil, haben wir auch den Schild. Hat er dem voll eine Kugel verpasst. Schön. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt auch hier den Schutzschild haben. Sehr freundlich. Mach hinne, sonst überlege ich es mir anders, ja? Achso, da muss ich rein. Danke. Oh, Widdig. Soll ich etwa deine kleinen Pisser hier auch noch erledigen? Na, wie du meinst. Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansage. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Halt! Nein! Und tschüss! Jawohl, ja, haben wir wirklich fett eine Kugel in den Kopf gejagt. Naja, mehr oder weniger. Ah, geil. Oh, das erinnert mich an eine Szene aus einer Serie. Sehr schön. Hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. Geile Aktion, muss ich sagen. Muss ich sagen. Oh yeah. Oh yeah. Wie geil ist das bitte?
Das ist ja mal hammer epic. Marschieren wir hier einfach durch und lassen sie sich selbst erledigen. Hammer geil. Einfach nur hammer geil. Das Ende ist nah. Oh ja, wir haben jetzt hier die nächste Energiequelle. Ich würde sagen, die bringen wir gleich mal an und hören uns dann mal an, was Minerva. Minerva oder Juno? Wer war das noch gleich? Oder auf jeden Fall, dass wir nochmal ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren können. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das alles hintereinander gemacht, damit man so eine Geschichte hat quasi. Ja. Oh, ja, ich wollte da runter. Okay, die Frage ist nur, wo muss ich die Energiequelle anschließen? Wenn ich hier die Treppen hochgehe? Schauen wir mal da drüben nach. Hier? Ja, jetzt sind wir schon mal oben. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sehr gut. Eine neue Welt näherte sich, voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen, denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde boten Schutz. Doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf dass wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita, mein Mann, meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn, zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können. Sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben. Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Kranker Scheiß. War irgendwie klar, wenn sich jemand freiwillig meldet, das kann doch nicht gut gehen. Achso, okay. Die Frage ist, jetzt muss ich hier irgendwie hoch oder rüber? Gehen wir mal hoch rüber. Nicht? So, jetzt sind wir hoch und rüber gegangen. Und hier geht's offenbar wieder runter. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen. So. Ah. Sehr schön. Und der Körper ein Gefäß, das diese Funken bündelt. Doch er ist schwach. Mit der Zeit vergehen wir, um das Gefäß zu schlagen. Und wir fragten uns dann, was, wenn wir ihn ersetzen? Durch etwas Stärkeres, etwas Besseres. So schufen wir ein neues Gefäß. Eins, das fortdauert. Und es war einfach zu betreten. Doch zum Verlassen. Zum Verlassen brauchte man etwas mehr. Etwas Falsches. Und so wurde auch dies aufgegeben. Doch ich fragte mich, was tut sich abzuwenden? Wo geht's denn hier jetzt mal weiter?